Nichtsahnd chillte ich in meinem Büro und dann schwebt die Fernbedienung neben mir her. Ist auf jeden Fall richtig mysteriös. Nach dem Intro kommt Glitch Reloaded Teil 9. Wusa. Und wie immer sage ich, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu Tommy's Watch, zu einer weiteren Folge von Glitch Reloaded, dieses Mal Teil 9. Befindet sich an diesem Ort der Karte. Was ihr dafür braucht, ist ein Auto, wie das schwarze, was da unten steht, und ein Brickhead, so dass ihr auf dem Brickhead draufkommt. So. Und ihr müsst nicht auf die Fresse fliegen, nicht Erdkunde machen, so wie ich das gemacht habe. Das ist nämlich völlig falsch, Leute. Lauft erstmal nach vorne, klettert nochmal auf das schwarze Auto, klettert auf den Brickhead und geht langsam zu diesem Rolltor, klettert hoch, dreht euch um, drückt X oder Viereck, je nachdem auf welcher Konsole ihr spielt, und holt Anlauf und springt und fliegt mal wieder auf die Fresse. Na super. Naja, man kann entweder oben oder man kann natürlich auch unten rausschießen. Das ist relativ. Man muss gucken, wie man springt und man muss ganz vorsichtig den Stick bewegen, Leute. Und morgen habe ich eine Ankündigung zu machen mit Glitch Reloaded Teil 10. Das ist das letzte Video, ist ein neuer Glitch. Aber ja, wie gesagt, ist eine Ankündigung halt, Leute, wegen Glitch Reloaded, GTA und so weiter und so fort. Und wenn euch Glitch Reloaded gefallen hat, Leute, lasst ein Like da. Würde ich mich auf jeden Fall mega freuen. Und ihr seid die besten 150 Abonnenten seit heute. Richtig nice. Richtig nice, Leute. Und ja, was wollte ich noch sagen? Am Ende des Videos kommt ja immer das Intro, Leute. Links oben auf euren Smartphone seht ihr das letzte Video. Und rechts oben in der Ecke könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr neu seid. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ich bin mal wieder raus und sagt ciao, euer Tommy the Watch. Peace. Are you listening? Damn.